Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von Infrakta und ich bin in X Reunion, besser gesagt, in dem Standalone-Add-on Terran Conflict. Das Lustige an der Sache ist ja, wobei, das erkläre ich gleich, zuerst Dankeschön an Egosoft und an Steam für das X-Wochenende, freie X-Wochenende auf Steam und also die Möglichkeit, alle Spiele jetzt mal richtig schön in einem Durchrun ins Archiv zu knüppeln und ins Infrakta Games Archiv, finde ich großartig. Ich mag ja generell die Reihe, auch wenn ich ehrlich zugeben muss, mir fehlt es immer, hat es irgendwie immer so ein bisschen an Sitzfleisch gefehlt und bei Teil 1 hatte ich auch richtig Probleme mit der Steuerung und so, deshalb habe ich das nie lange gespielt, aber Teil 2 hat mich damals dann schon ein bisschen länger in den Bann geschlagen, einfach weil das auch einfach schon so unheimlich schön war. Teil 3 habe ich irgendwie gar nicht groß gespielt, weil ich das zwar gekauft, ich hatte das bei irgendjemandem gesehen und auch die Vorschau und alles, ich habe mir das dann gekauft, bin aber nie dazu gekommen, das mal zu installieren und zu spielen. Tragisch ist aber so und jetzt kommen wir zu den zwei Add-ons, werde ich jetzt noch vorstellen, dann halt den vierten Teil, die kenne ich noch gar nicht, die habe ich mir nicht gekauft gehabt, weil nachdem ich Teil 3 ja schon gekauft hatte und jetzt zum Zocken kam, habe ich mir auch gedacht so, was soll ich mir jetzt kaufen und verstauben die mit gemeinsam im Regal. Deshalb finde ich das jetzt natürlich jetzt großartig, dass ich das über Steam mir jetzt angucken kann. Was wollte ich eigentlich noch erst sagen? Achso, X. Ich weiß, dass man das vermutlich X oder weiß der Geier wie aussprechen sollte. Vermutlich, weiß ich aber nicht ganz genau. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Warte mal. A, B, C, D, E, F, G, H, X. Ich würde sagen X. Ist ja wurscht. Ich muss halt ehrlich sagen, ich finde die englische Sprache in gewisser Hinsicht gegenüber der deutschen Sprache halt im Nachteil. Nicht nur, weil der Wortschatz so viel kleiner ist, was übrigens natürlich auch einen Einfluss hat auf, warum Englisch ins Deutsche halt immer schwer zu übersetzen ist bei Literatur, weil halt viele englische Wortspiele nicht funktionieren im Deutschen, weil wir eben diese Mehrdeutigkeit einfach nicht haben, weil wir haben eindeutige Begriffe. Und ich muss halt ehrlich sagen, es gibt halt einfach Situationen, da finde ich Englisch grausam. Das geht mir auf Tagungen zum Beispiel so, wenn Altertumswissenschaftler Latein sprechen auf Englisch, da kriege ich die Krätze. Das geht gar nicht. Mit englischem Akzent Latein, egal, also ich sage immer X. Ja, also nicht verwundert sein, ich sage X Reunion, ich sage X Rebirth, ich sage X falsch aus. Da lässt man mit mir nicht drüber diskutieren. Ich bin ja nicht bei Axl Rose, ja, oder bei, wie ist er noch hier, bei Beverly Hills Cop, der Axel F, oder? Ah ja, wo steht's? Ist ja noch länger her als der erste Film von. Ach Gott, Beverly Hills Cop ist echt ewig hier. Ach du Scheiße. Egal. Ich habe mich vorhin noch mit so Bunda darüber unterhalten, dass ich manchmal nicht fassen kann, wie schnell die Zeit vergeht. Dass ich dann zu Leuten sage, hier zu unseren Jungspunden in der Alley, manchmal hier zum Clan sag, so, naja, Spiel ist noch gar zu alt. Das ist von 2005 oder so. Dann völlige Fassungslosigkeit im Chat irgendwie herrscht und ich dann kurz nachdenke, oh kacke, das ist 10 Jahre her. Ey, wo ist die Zeit geblieben? Und da fällt mir dieses herrliche Zitat ein von Terry Pratchett, der sagt, in den Körpern alter Männer lebt die Seele junger Männer, die sich verzweifelt fragen, was passiert ist. So, also jetzt aber zum Spiel. Was ist, finde ich, so lustig dran? Es ist ja so, Teil 3, ja, Reunion, kam 2005 raus. Lass mich jetzt nicht, ich nagel mich jetzt selbst quasi darauf fest und ich weiß, dass Teil 2 2004 rauskam. Jetzt ist ein Jahr Entwicklung relativ kurz, nicht, aber nicht, wenn man drüber nachdenkt, dass Teil 3 ja eigentlich als Standalone-Add-on für Teil 2 kreiert wurde. Es sieht halt schon besser aus und ist ein bisschen aufgebohrt und verbessert von der Steuerung und so, aber eigentlich sollte das quasi ein Standalone-Add-on werden. Dann haben sie aber zum eigenen Spiel gemacht. Jetzt ist lustigerweise Terran Conflict angeht, also eigentlich ein Standalone-Add-on zu Teil 3 und ist 2008 rausgekommen. Hat also 3 Jahre Entwicklungszeit gebraucht. Da sind sie aber dabei geblieben, dass das ein Standalone-Add-on sein soll. Meiner Ansicht nach ist das ein eigenes Spiel. Für mich ist das eigentlich Nummer 4 in der Reihe von X. Ja? Offiziell ist Rebirth der vierte Teil, aber man ist Terran Conflict der vierte Teil. Und, ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Vielleicht rausschneiden. Ich weiß nicht genau wie. Ich habe ein neues Mikrofon gekauft, das sehr teuer war, sehr cool aussieht, tolle Qualität aufnimmt, aber auch sehr empfindlich ist. Ich bin noch am Feinjustieren. Bei dem einen oder anderen Video bin ich zu dicht am Mikro, weil ich das von dem alten Mikro gewöhnt bin, richtig dran zu gehen.
Und manchmal, wenn ich zu lang still bin, dann fängt das an, richtig Hintergrundgeräusche hinter mir aufzunehmen. Dann hört man das Klicken von der Maus oder wie die Katze sich wieder über das Futter beschwert. Wobei mittlerweile greift die Diät. Ja, also die Katze ist jetzt nicht mehr so fett wie noch vor einiger Zeit. Sie ist immer noch extremst gereizt, aber sie hat abgenommen. Ziel erfüllt. So, aber bevor ich jetzt weiter aus dem Nähkästchen plaudere, gehen wir ins Spiel, gell? So, genau, warum Terran Conflict? Und zwar jetzt am Ende vom dritten Teil hat man ja die Erde wieder entdeckt, beziehungsweise den Kontakt wiederhergestellt zur Erde. Und da hat man jetzt, jetzt in dem Teil ist halt so, die Erde ist jetzt quasi Teil von diesem X-Universum mit den Sektoren. Und jetzt geht's halt ab. Ja? Jetzt verändert sich die Reihe. Es ist immer noch eine Wirtschaftssimulation, es ist immer noch eine Handelssimulation mit Action-Elementen, aber jetzt in dem Teil geht es halt richtig Richtung Straight Action Krieg. Ja, also es wird eigentlich immer mehr gekämpft. Und das war halt letztlich auch das Problem an der Reihe, warum es dann nach und nach von den Spielezeitschriften immer ein bisschen schlechter bewertet wurde. Am Grundprinzip blieb es weiter ein tolles Spiel mit toller Grafik, aber jetzt, wo es quasi Action wird, wird es hektisch. Und wenn es hektisch wird, ist die Steuerung ein Problem. Und jetzt ist es so, bei der X-Reihe ist das Interface und die Steuerung schon ziemlich umständlich. Muss man halt ehrlich sagen. Es ist schon ein bisschen, in meinem Dialekt würde man sagen, überzwerisch. gemeint ist damit einfach, man klickt sich durch irgendwelche Submenüs, bis man irgendwas gefunden hat. Das lag auch daran, dass man halt lange keine Maus hatte. Und es war halt, und wenn man jetzt gerade Stress hat von der Raumschlacht, man muss schnell agieren können und dann hat man halt auch keine Zeit und keinen Nerv, sich durch 50 Unimenüs durchzuklicken, ah, wo war das jetzt immer, ah ja da, welche Taste war das noch von den 25 Tasten, wo ich jetzt unbedingt drücken muss, in Verbindung noch mit Shift oder sonst was, das ist, war dann halt extrem nervig und das hat das natürlich dann in der Bewertung runtergezogen und hat letztlich dann aber auch dafür gesorgt, dass die Egosoft sich auch überlegt hat, okay, dann machen wir mit dem vierten Teil mit Rebirth dann nochmal einen Relaunch, einen Neustart der Serie, wo wir das entschlacken. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich mir nachher den vierten Teil angucke. A, wie sieht er aus und B, hat das funktioniert. So, jetzt gucken wir mal. Dann machen wir Verteidiger Terras. Jetzt habe ich den Ton wieder zu leise eingestellt. Och Mann, ey. Nahezu 1000 Jahre ist es her, seit die letzte große Geißel der Menschheit ausgelöscht wurde. Ein ganzes Millennium, seit sie aus dem Sonnensystem verbannt und die wunderschöne blaue Perle namens Erde von ihr befreit wurde. Dennoch, so gefährlich war diese Pest, so widerstandsfähig und so willensstark, dass es ihr mühelos gelang, die Unendlichkeiten von Raum und Zeit zu überwinden und schließlich eines Tages die Sterne zu überfallen. Von Zivilisation zu Zivilisation sprang die Krankheit, verwüstete die Galaxie, als sei sie nichts als ein schwächlicher Körper aus Fleisch und Blut, der langsam aber sicher an einem Virus zugrunde ging. Sinne war es tatsächlich ein Virus. Ein von Menschenhand erschaffener Virus zwar. Einer, der mit den besten Absichten ins Leben gerufen worden war, aber nichtsdestotrotz ein Virus. Im Laufe der Jahrhunderte wurden diesem Virus viele Namen gegeben. Von Neumann-Sonden, selbst replizierende Maschinen, Terraformer, Xenon, sogar Feind Gottes wurde er genannt. Doch im Grunde handelte es sich um etwas anderes, viel gefährlicheres. Artificial General Intelligence oder AGI, künstliche Intelligenz, die in der Lage war, ihre eigene Intelligenz zu steigern und dann erneut zu steigern. Wieder und immer wieder, bis in alle Ewigkeit. Die größte Bedrohung allen biologischen Lebens in der Geschichte des gesamten Universums. Fügung hätte man die Terraformer 1000 Jahre zuvor des Sonnensystems verweisen können. Und doch war es ein Pyrrhus-Sieg gewesen. Aber Milliarden Menschen hatten ihr Leben lassen müssen. Das Antlitz der Erde war entstellt worden. An
zog die Konsequenzen und vernichtete das Sprungtor im Erdorbit. Gesetze wurden erlassen, die verhindern sollten, dass jemals wieder AGI erschaffen werden konnten. Sich von diesem Schlag erholt hatte. Doch die gelernte Lektion geriet niemals in Vergessenheit. Nie wieder wurde ein AGI entwickelt, nicht ein einziger Versuch unternommen, nicht in 1000 Jahren. Doch dann erneut wurde die Geißel AGI auf das Universum losgelassen. Erneut mit den besten Absichten vielleicht und erneut mit absolut tödlichem Resultat. Wenn es den Beginn eines kalten Krieges bedeuten würde. Selbst auf die Gefahr hin, dass dieser kalte Krieg zu einem blutigen Schlagabtausch zwischen verwandten Völkern ausarten mochte. Es dauerte nicht lange, bis dieser allumfassende und eskalierende Konflikt einen Namen erhielt. Man nannte ihn Terran Konflikt. Toll, jetzt muss ich noch husten. Aber tolles Intro. Sehr schön erzählte Geschichte. Fasst im Prinzip auch ziemlich gut zusammen, was wir bis jetzt in den Teilen gesehen haben. In Teil 1 erzählen sie ja die Geschichte mit den Terraformern. Lernen wir ja, dass diese Xenon nichts anderes sind als die Terraformer, die eben auch in den anderen Teil des Weltalls verschlagen wurden. Und statt dass die Menschen auf der Erde sich mit rumplagen. Terraner, Flugschule, Sabre. Plagen sich halt die Menschen auf Argon, also ja, und die anderen Völker damit rum. Autopilot aktiviert. Mich ja gern mal um. Autopilot deaktiviert. Hat es ja schon. Das ist jetzt mal interessant. Das Interface haben sie wirklich seit Teil 3 nochmal überarbeitet, verändert. Grafisch ist es nochmal aufgebohrt worden. Ich knall da irgendwo gleich dagegen. Sicher, dass das so richtig sein soll. Soll ich denn da überhaupt hin? Also gerade eben werde ich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Das finde ich nicht gut. Übrigens sieht der Planet da hinten aus wie der Neptun. Hat der Neptun? Ja, die ist jetzt ja noch weiter weg. Soll ich dir eigentlich nicht näher kommen? Die wird ja als weiter weg. Ey. Wow. Also das sieht ja echt sensationell aus, aber... Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert.
Autopilot aktiviert. Ich habe keine Ahnung, was das hier kann. Autopilot deaktiviert. Autopilot aktiviert. Was soll's? Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Autopilot nicht unbedingt der hellste ist. Ich würde mal sagen, wir sind da. Autopilot deaktiviert. Nee, ich will jetzt gar nicht schießen. Ah, so. Gott. Uah. Irgendwie bin ich gerade mit der Steuerung noch überforderter als sonst. Wie kann denn das sein? Darf das denn sein, noch überforderter mit der Steuerung zu sein? Poltergeist-Rakete installiert. Alter, ich will keine Rakete abschießen. Ich will... Oh Mann, Mann, Mann. Nein, 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 nein. Gibt es etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Ich dachte, ich soll da hin. Ist das Ihre Vorstellung von einem schlechten Scherz? Ich fühle mich gerade so ein bisschen verunzt. Herr Sabre ist ein leistungsfähiger mittlerer... Gibt's hier keine Story, die ich irgendwie befolgen soll? Ja, ist der Uranus. Das habe ich mir schon fast gedacht. Erkennt man relativ gut an der Farbe. Aber, toll. Ich muss doch irgendeinen Auftrag kriegen. Irgendwas, was hier mein Ding sein soll. Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe entwickelt, maximalen Schutz für... Ja, bla bla blub blub. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Fliegen wir da mal hin. Das ist das Einzige, was hier jetzt irgendwie für mich Sinn macht.
Sag mal, ist der schon wieder überfordert? Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Suchen Sie irgendwas? Sie sprechen mit dem automatisierten Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Der ist aber gerade hart gelandet, mein Autopilot. Alter. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen an Bord dieser terranischen Station. Das war der Pilot, hier spricht Lieutenant Blinter, USC. Sie wurden heute für einen Patrouillenflug eingeteilt. Schließen Sie sich uns an, wenn Sie soweit sind. Das war ein erfolgreicher Andockversuch. Da will ich kein gescheitertes erleben. Kein gescheitertes Andockversuch. Meine Güte, ich habe mehr Dellen in mich und in die Station gemacht als sonst was. Okay. Reparaturkräfte bitte zur Andockschleuse 2. Es kommt ein... Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe... Also ich sehe schon, das ist pure Open World. Offensichtlich hat das Spiel gerade keinerlei Interesse dran, sich um mich zu kümmern. Okay, alles klar. Ja, okay, ist auch in Ordnung. Da habe ich komplette Freiheit, Handel zu treiben und mir ein Imperium aufzubauen und dann eben diesen terranischen Konflikt irgendwie, ja, früher oder später müssen sie mich da irgendwie einweihen, ob ich da eine Aufgabe drin finde. Okay. Jetzt bin ich in der Kälte, jetzt muss ich ja noch lachen. Okay. Nö, da ist jetzt nichts passiert. Da wird nichts eingetragen. Ich habe doch einen Auftrag gekriegt, der hieß doch bla bla blub blub, ich soll irgendwas machen. Interessiert irgendwie nicht. Ich bin fasziniert. Na gut, dann kann ich schon verstehen, warum sie dann Teil 4 dann gesagt haben, sie setzen das nochmal neu auf, sie überarbeiten vieles, was so gewachsene Strukturen ist, weil gerade eben, vielleicht bin ich mittlerweile echt verzogen worden von diesen stark geskripteten Spielen und weiß es gar nicht zu schätzen, so eine Freiheit, aber ich fühle mich gerade echt so einfach so, batsch, in den Weltraum geschmissen, da, mach halt was. Ja, ich weiß, das ist die Seele des Sandbox-Open-Worlds hier, komm halt allein zurück, mach halt irgendwas. Das ist eine Spielwiese jetzt. Aber gerade eben wäre es mir ganz recht, wenn mir einer sagen würde, so, hier, da ist jetzt der terranische Konflikt und, ja, Onkel Sam braucht dich, Sam. Onkel Sam needs you, ja, Onkel Sam braucht dich. Irgendwie was, irgendein Anhaltspunkt. Egal. Ich find's groß. Achtung, technische Störung auf Ebene 6, Sektion 5. Bis zur Beseitigung des Problems ist dieser Bereich gesperrt. Tja, Freunde, Nacht, ich... Haben Sie etwas zu sagen, Pilot? Ja, reden wir einfach mal mit denen, die hier sind, oder? Wie kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie irgendwas? Hallo, willkommen bei der Informationsstation. Womit kann ich Ihnen helfen? Was soll sein, Pilot? Tja. Okay, keiner will was von mir. Dann tun wir mal abdocken. Ich hoffe, ich muss so schnell nicht nochmal andocken. Es wäre vielleicht nett, wenn man mich ja noch repariert hätte. Ach, scheiß Erkältung. So, bevor mir jetzt noch schwindelig wird von dem Spiel,
Okay, ansonsten alles wie gehabt, klar. Haben Sektor. Das habe ich nicht alles. Ich habe hier Nahrungsmittelfabrik, ich habe eine Wasserreinigungsanlage, ich habe ein Sonnenkraftwerk, ich habe eine Raketenfabrik. Alter, ich habe alles, was ich brauche zum Handeln. Der Sabre ist ein leistungsfähiger mittlerer Jäger, der für das Abfangen feindlicher Schiffe... Ja gut, das ist halt X, gell? sieht auf jeden Fall noch schöner aus. Jetzt kann man auch im Erdsektor spielen, also in Erdsektoren. Genauer gesagt, das finde ich natürlich auch ziemlich cool. Und das ist halt ganz natürlich ein deutlich kampfbetonterer Teil. Jetzt fehlt mir natürlich die Zeit, mich hier großartig einzuspielen, euch viel zu zeigen. Aber ich nehme an, dass das früher oder später sowieso in meinen Besitz kommen wird, wenn es mal irgendwo günstig zu haben ist oder vielleicht als Vollversion irgendwo dabei ist oder so. Man weiß es ja nie so genau. Und dann werde ich mir das zulegen und dann werde ich das natürlich richtig nochmal spielen, weil das ist halt einfach schön. Ja, die X-Teile, die brauchen halt ihren Einspielungszeitraum. Das ist ja halt eben so, die sind komplex. Das ist kein Casual Mainstream Gedönsspiel, wo jeder zwischen Bügeln und TV-Soap mal 10 Minuten einwirft. Da muss man schon ein bisschen mehr als sich eindenken. Und das ist auch völlig okay so. Die besetzen eine wunderbare Nische. Und dementsprechend komme ich auf jeden Fall wieder her. Das haben die Spiele auch verdient, dass ich wieder herkomme. Aber jetzt langt es erstmal für uns, weil jetzt ist ein Factor Games Archiv aufgenommen mit einem schönen Video, wo man sieht, wie toll das alles gemacht ist. Also super, oder? Und ich denke, das fürs Archiv langt jetzt erstmal das erste Video. Und dann sehen wir uns hier wieder. Ich wünsche euch was. Ich bin morgen mit Jakob vom Fraktor. Das ist X3 Terran Conflict. Bis bald. Tschüss.